Ja, werte Zuschauer, wir führen jetzt ein Gespräch über Marketing und Innovation bei klassischen, mittelständischen, tollen deutschen Unternehmen. Kerstin Löffler ist bei uns. Sie ist Abteilungsleiterin Marketing und Innovation. Das frage ich gleich mal, wie dieser Zusammenhang eigentlich zu verstehen ist. Bei der August-Faller-Gruppe, und die macht, wie alle wissen, was? Wir stellen Sekundärverpackungen für die Pharmaindustrie her. Sekundärverpackungen heißt? Ich habe genau das jetzt erwartet. Die Sekundärverpackung für die Pharmaindustrie. Ganz klassisch die Faltschachtel, die bedruckte Faltschachtel, die wir alle irgendwo schon mal in den Händen hatten. Packungsbeilage und Etiketten. Und Sie sind nur auf dem deutschen Markt unterwegs natürlich? Natürlich nicht. Nee, es sind Dachländer, es sind europäische, prinzipiell der europäische Raum. Wir haben Tochtergesellschaften in Dänemark, mit denen betreuen wir oder bedienen wir die Nordics, die nordischen Länder, und wir haben auch noch ein Fertigungswerk in Polen. Also. Und nochmal ein Wort zur Größe des Unternehmens, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz? Wir machen circa, muss ich gerade überlegen, 128 Millionen Euro Umsatz und haben 1200 Mitarbeiter prinzipiell in diesen verschiedenen Werken. So, und wie kommt jetzt diese Position, die Sie bekleiden, Marketing und Innovation zusammen? Ja, das kommt so zusammen. Also prinzipiell Marketing, ganz klassisch. Die 4 plus XPs plus die Innovation. Und die Innovation beinhaltet in dem Fall momentan noch, können wir uns nachher gleich noch weiter unterhalten, aber momentan noch inkrementelle Innovationen. Da habe ich in meiner Abteilung einfach die Personen sitzen, die quasi die Schnittstelle bilden zu den Herstellerwerken, in denen auch wieder um R&D-Abteilungen sitzen, sodass wir quasi die Schnittstelle bilden zwischen Trends und was passiert draußen am Markt und was wird momentan entwickelt und welche internen Ideen haben wir, welche externen Ideen gibt es und welche Innovationen haben wir hier quasi zukünftig, wo wir uns anschauen sollten, wo wir investieren und innovieren sollten. Das heißt, um das mal auch ein bisschen verallgemeinernd auszudrücken, auch für die anderen Zuschauer, diesen offenen Blick zu haben über den Tellerrand, auch dieser Coworking-Ansatz, also vielleicht auch mal eben näher, enger noch mit den Kunden reinzugehen, auch in die Entwicklung, aber auch mit externen Partnern. Das ist so ein entscheidender Punkt, den Sie für sich erkannt haben. Da soll es auch hingehen, tatsächlich, in Zukunft. Dass man natürlich den Kunden in den Mittelpunkt stellt, ganz klar, und natürlich auch fragt, was sie sich denn zukünftig wünschen. Mhm. Wir haben da zum Beispiel auch gerade ganz spannende Sachen am Laufen, Smart Packaging. Also man stellt sich ja so eine Faltschachtel als relativ einfaches Produkt vor. Mhm. Aber wenn jetzt nicht unbedingt Paracetamol verpackt wird, sondern eben zum Beispiel irgendwas, ein sehr, sehr hochwertiges Medikament, das sehr viel Geld kostet, ist natürlich extrem wichtig, dass quasi die Prescription, dass man sich daran hält, sagt man Therapietreue, und dass natürlich auch das sicher ist. Und dann muss die auf einmal die Schachtel sehr viel mehr können. Und interaktives Packaging, wie kriege ich das in den Markt und welche Wünsche haben da die Kunden und welche neuen Möglichkeiten es durch die neuen Technologien dann gibt, hier dann quasi das zu implementieren und Synergieeffekte dann zu haben. Das sind so spannende Sachen an der Innovation, wo dann auf einmal auch in die Faltschachtel auf einmal Hightech kommt. Und jetzt würde ich gerne über das Thema Innovation, aber jetzt mal aus dem Blickwinkel des Marketings gerne sprechen. Mhm. Ihre Kundenstruktur ist, wie darf man sich die vorstellen? Also so im Pharmabereich ist das ja jetzt auch nicht unbegrenzt, was es da gibt. Oder was sind die Zielkunden, die Sie sowieso schon mal im Fokus haben mit Ihrem Marketing? Gut. Wir machen 95% Pharma, und Pharma ist natürlich auch ganz unterschiedlich aufgestellt. Mhm. Es gibt so Player, die Big Pharma, die jeder kennt, also Novartis, Roche, Sanofi, kennt jeder. Es gibt aber auch jede Menge kleine und mittelständische Pharmaunternehmen, die auch sehr, sehr innovativ aus dem Bereich Biotech zum Beispiel auch unterwegs sind. Mhm. Es gibt sehr unterschiedliche Zielgruppen auch im Pharmabereich, und die versuchen wir eben dann auch wirklich individuell zu erreichen. Hinzu kommen dann noch pharma-nahe Märkte, auch total spannend, also Nutraceuticals, Cosmeceuticals, die wiederum andere Ansprüche haben. Oder ich mache ein Beispiel aus dem OTC-Bereich, Over-the-Counter. Das heißt, hier verkauft auf einmal die Verpackung. Das heißt, wenn ich Ihnen drei Verpackungsarten hinlege und Sie dürfen sich aussuchen, welches Produkt Sie nehmen, dann verkauft die Verpackung. Dann muss sie auf einmal glossy, shiny, toll sein.
Und auch diese Dinge muss man natürlich im Marketing und für die Kunden berücksichtigen. Welche neuen Möglichkeiten, Techniken gibt es zukünftig, eine Verpackung einfach noch geiler zu machen? Und welche neuen Wege setzen Sie ein? Oder was sind so die Trends, die Sie im Auge behalten für Ihr Marketing? Was gibt es da für Entwicklungen? Ganz überraschend, Digitalisierung. Ja, aber was heißt das konkret? Jetzt im B2B-Bereich ist ein ganz konkreter Bereich quasi. Ist ja nicht, dass Sie jetzt nur in Social Media gehen beispielsweise, sondern steckt da ein bisschen mehr hinter. Ja, Social Media gehört aber auch dazu. Also wir versuchen natürlich auch da mitzugehen und die Social Media Kanäle besser zu bedienen als bisher. Das heißt aber auch, dass man einfach auch mal versucht, wir haben hier beim TIC heute auch die App für die Veranstaltung. Und natürlich denkt man auch im Pharmabereich nach, welche Möglichkeiten bietet zum Beispiel so eine App. Das kann eine ganz normale App sein, die wir übrigens auch schon haben, wo der Kunde nachschauen kann, wo befindet sich die Lieferung gerade. Aber das sind ja alles solche, ja, Hammer. Zukünftig wird es auch dahin gehen, wie kann ich über eine App zum Beispiel Augmented Reality von der Fallschachtel irgendwelche, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pin habe und ich bekomme zusätzlich die Informationen, wie ich den handhaben muss, dann kann ich das über AR machen. Und da haben wir noch sehr viele weitere Ideen, wie man eigentlich hier mit neuen Technologien wiederum dem Kunden und deren Kunden am Ende des Tages dem Patienten helfen kann. So, und jetzt sind ja viele Unternehmen sind ja eben dabei, diese digitalen Ideen auch zu entwickeln und auf solche zu kommen und stecken auch viele Ressourcen rein. An was für einem Stand sind wir eigentlich? Wo spielen denn digitale Ansätze eigentlich schon der Wertschöpfung konkret mit und haben einen Nutzen? Also ich könnte mir grundsätzlich vorstellen, dass auch so innovative Ideen, da muss der Kunde ja auch mal mitspielen. Da gibt es ja dann auch wieder welche, die auch mit an der vordersten Front sind. Da muss der Kunde auf jeden Fall mitspielen. Und da gehören, ich habe vorher das Smart Packaging erwähnt, natürlich muss der Kunde da mitspielen. Man muss erkennen, was die Kunden des Kunden für Vorteile davon haben. Das geht aber auch Technologie in die Hinsicht, dass ich sage, Digitalisierung der Supply Chain. Die Kunden haben Kosten und natürlich ist jeder bestrebt, die TCO irgendwo so klein wie möglich zu halten. Und dann machen wir uns dann als August Faller natürlich Gedanken, wie können wir unsere, sage ich mal, Prozesse so gestalten, dass der Kunde Vorteile davon hat. Also wie können wir unsere Supply Chain so digitalisieren, dass am Ende des Tages beide Vorteile davon haben. Und auch in die Richtung denken wir digital. Aber sind das bisher noch Entwicklungsideen oder ist da schon was in der Umsetzung? Die einfachsten Sachen, die man natürlich auch schon seit Jahren macht, sind ja EDI und so weiter und so fort. Aber das geht dann tatsächlich so in die Richtung, dass man sich überlegt, wie kann ich die Prozesse des Kunden verschlanken? Also welche, wir sprechen über Pharma, das heißt, wir haben hier GMP-Prozesse, wir haben Qualität, die natürlich im ganz, ganz oben steht, Qualitätsansprüche, wie können wir Prozesse des Kunden übernehmen oder indem wir quasi Vendor-Managed Inventory machen oder das haben wir aber auch schon, aber da in die Richtung, okay. da denken wir einfach weiter. Also spannende Zeiten und dazu wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie bei uns zum Gespräch waren. Ja, sehr gerne. Dankeschön.